Tobias mit eurem Warm-Log. Willkommen zum weiteren Review. Ja, diesmal aus dem Klemmbaustein-Hersteller-Bereich. Bluebricks Pro. Ja, das hatte ich ja letztes Mal in ein Hole mit vorgestellt, mit dem britischen Kleinwagen von Mr. Bean. Ja, und jetzt haben wir die Reviews. Beide Reviews habe ich jetzt auch schon aufgenommen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der Dings schon online ist, wenn ich das Video aufnehme. Ja. Aber erst kommt der Mr. Bean Wagen und dann kommt das Fischerboot, so gesehen online. Ja, das ist die 10 42 63, alte Fischerboot mit 1293 Teilen. Bluebricks Pro Reihe, da kriegt ihr auch eine Anleitung dabei, nicht wie bei den Specials. Rückseite, ja, dann sind hier nochmal so ein kleine Detailsachen, wo ihr hier drunter Fischchen habt, die gelagert werden. Die Kajüte, die man von innen sehen kann und alles drum und dran. Ja, und dann war es das eigentlich auch schon mit dem Karton. Den Karton könnt ihr sogar auch tragen. Er hat so ein kleines Tragehändchen, Henkel. Ja, dann anleitungsmäßig haben wir einen kleinen dickeren Schinken dabei. Hat auch eine stolze. Okay, hier steht jetzt mal unten die Seitenzahl nicht bei. Hat aber, oder? Teile, Sachen, die dabei sind, sind auch schon ordentlich. Ne, Seitenanzahl steht unten nicht. Hat in dem Sinne aber auch 220 Bauabschnitte. Ja, das ist die Anleitung. Bauabschnitte, Tütchen habt ihr hier, glaube ich. Ja, so wirklich habt ihr so gesehen Dings. Ja, kann man sagen, drei Stück, weil erst baut ihr den Rumpf, dann so gesehen den Rumpf fertig mit der Kajüte und den ersten Mast. Ja, und dann baut ihr halt das andere drumherum. Also so gesehen kann man sagen, insgesamt drei Bauabschnitt-Tütchen oder drei Bauabschnitte. Ja, und hier haben wir den Stardew-Show an sich. Das alte Fischerboot. Ja, hier kann man das nicht so viel rum drehen, aber hier unten habt ihr einmal, ich kann euch versuchen, das eben dahin zu legen, das Boot eben anzuheben. Ja, da habt ihr nämlich die Kajüte von innen. Die Tür könnt ihr ja auch öffnen. Geht nur nichts, sonst müsst ihr das Schiff mal eben in die Höhe schmeißen. Ja, ob das dann aber lebend wieder aufkommt, weiß ich nicht. Aber da habt ihr viele verschiedene Sachen drin. Ja, hier sind auch keine Sticker dabei, keine Prints dabei. Ja. Und innen drin eigentlich wie eine Kajüte aussehen muss. Dann tun wir das schon mal wieder drauf. Ja, und dann habt ihr halt sau viele Details auch auf dem Schiff drauf. Ich schätze mal hier unten, das wird so eine kleine Kiste sein, wo ihr Würmer drin habt, wo die Fische anbeißen. Ja, wie viele Details da sind. Das hatte man ja auch schon bei dem Haiangriff gehabt, den ich bei Bluebricks oder von Bluebricks schon reviewed habe. Dann habt ihr hier oben viele Sachen drin, wie eine Kette, eine Boje und alles drum und dran. Kleines Fässchen, wo man vielleicht die Fische. Dann habt ihr hier unten einen Anker. Wir haben Fischerkorb, der hier rumhängt. Hier unten ist noch ein Sack. Hier habt ihr noch ein paar zum Fische jagen, Harpunen, noch mal ein paar Fässchen.
Das könnte eine kleine Krabbe darstellen, ein bisschen. Ja, wie gesagt, hier unten drin, wenn ihr das aufmacht, seht ihr die Fische. Ja, vielleicht kann ich euch das jetzt mal eben so. Nee. Und fällt das schon wieder auseinander. Wollte eigentlich nur zeigen. Ja, hier steht nochmal eine Pfanne drauf. Offene Kiste. Wie gesagt, das könnt ihr aber dann abnehmen. Und das könnt ihr abnehmen, um euch nochmal ein paar Details anzugucken. Ja, und in die Kajüte könnt ihr halt reingucken. Und ihr könnt halt die Tür öffnen, wie ich gerade nur nicht aufkriege. Sonst verliere ich, glaube ich, mehr. Ach, jetzt weiß ich auch, wovon das rote Teil hier war. Dass die ganze Zeit rumkullert. Was gehört denn da dran? Ja, hängt irgendwie nicht. Jetzt hängt er. So, da haben wir ihn. Ja, und das ist in Detail das kleine alte Fischerboot. Ein bisschen drehen können wir es ja. So, dann könnt ihr auch noch mal den Rumpf sehen. Da sind auch noch mal ein paar Schwimmringe dran, eine Leiter, ein paar Bretter, die schon ein bisschen so gesehen wohl abfallen. Ja, und das war, wie gesagt, das alte kleine Fischerbötchen. Dann haben wir hier nochmal die Anleitung. Und mal ein bisschen den Karton. Ja, und dann würde ich mal sagen, wenn euch das ganze Ding, das ganze Review heute wieder gefallen hat, drückt mir gerne das Däumchen nach oben. Lasst mir ein Abo da. Tschüss, bis zum nächsten Mal und tschüssi. With your smile, like the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you.